Schön, dass du da bist. Oh, hallo. Wie kann ich dir helfen? Oh je, hab ich ganz vergessen. Natürlich, wir haben eine tolle Broschüre mit dem Titel Top of the List, die erwiesenermaßen in 90% der Fälle funktioniert. Aber ich fürchte, die Druckkosten dafür muss ich dir abknöpfen. Doch deine Provision wird dich das sofort vergessen lassen. Ach, hör doch auf. Nicht während der Arbeitszeit. Obwohl, ich arbeite ja immer. Danke trotzdem. Das ist lieb von dir. Oh, tja, ich hatte schon immer große Träume. Nichts als Sterne im Kopf, hat mein Dad immer gesagt. Aber ich bin nicht wirklich geschaffen für das unabhängige Leben. Aber ich will Teil des Ganzen sein. Deshalb bin ich hier. Den Menschen helfen, ihre Träume zu erfüllen. Das Universum ein Stück besser machen. Und irgendwie schnuppere ich auch indirekt durch diese Menschen an diesem Leben. Wie bei dir. Ich bilde mir ein, dass ich irgendwie ein kleiner Teil deines Abenteuers bin. Oh, klar, sicher. Bring mir Datenscans von geeignet. Je bewohnbarer sie sind, desto mehr Quellen. Zudem erhältst du eine Vergütung für jede der Liz vermittelten Personen. Halte Ausschau nach Personen, die sich Abwechslung oder einen Neuanfang wünschen. In Bars zum Beispiel gibt es oft Leute, die sich über alles... Deswegen liebe ich Bar. Oh, das ist schon okay. Klar doch. Tschüssi! Hallo, Captain. Hast du schon Arbeit für mich? Ich möchte einer Crew beitreten. Hast du Platz? Ballistische Waffensysteme. Ich bin in der Lage, damit gegnerische Schiffe zu durchlöchern. Ich verlange nicht zu viel. Nur einen gerechten Anteil. Warum das denn? Ich weiß, wie viel ich wert bin. Du aber nicht. Lass uns doch nicht so schnell aufgeben. Ja, das hoffe ich. Ist wohl besser als gar keine. Wo soll ich hin? Gib mir Bescheid, wenn du was für mich... Ich bin einsatzbereit. Brauche nur einen Auftrag. Der Kunden hat sich unsere Getränke. Hey, schieß lieber auf echte Gegner auf. Das ist Mord! Was hast du? Schön, dich wiederzusehen. Wartest du etwa schon? Oh je! Natürlich. Aber ich für... Doch deine Provision... Natürlich. Wer seit Jahren wartet... Oh, klar, sicher. Bring mir Daten. Je bewohnbarer sie sind, zudem erhältst du ein... Halte Ausschau nach... Deswegen Liebe. Oh, tja, nichts als Stern. Aber ich will Teil des Ganzen sein. Deshalb bin ich... Und irgendwie wie bei dir. Ich bilde. Ach, hör doch auf. Obwohl, danke trotzdem. Pass auf dich auf. Zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens gelten in der Stadt verstärkte Lärmschutz. Ah, du bist's. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast.
zu Ihrer Sicherheit bitte Platz machen. Es ist verboten, Deimos Mining Roboter zu. Wo du uns mit der Ausrüstung geholfen hast und alles, wollte ich mal mit dir reden. Dazu kommen wir später noch. Hörst du mir erst einmal zu? Es ist wahrscheinlich gar nichts, aber ich kann mir keinen Arzt leisten. Keine Ahnung. Irgendeine Lungenfäulnis. Vielleicht von dem ganzen Maßstaub hier. Vielleicht ist es auch was Schlimmeres. Tja, das ist leider nicht so einfach. Wobei, vielleicht ist das Quatsch. Ich kenne dich ja gar nicht. Vergiss es einfach. Wirklich? So schlimm? Naja, vielleicht willst du echt helfen und ich kann dir trauen. Weißt du, ich würde mich gerne bei Reliant Medical behandeln lassen. Aber mein Vater Nathan ist da Manager. Ich bin vor ihm nach Cydonia geflohen. Nathan ist kein guter Mann. Nicht zu mir. Und ich habe ihm etwas Schlimmes angetan. Also sucht er mich überall. Er hat Verbindungen zu Ärzten in den gesamten besiedelten Systemen. Ich weiß nicht, wem ich vertrauen kann. Und wenn mich jemand verrät, bin ich erledigt. Meine Mutter ist bei einem Unfall gestorben. Danach war er anders. Besessen von meiner Sicherheit. Er hat aber nie gemerkt, was das mit mir macht. Es ist immer schlimmer geworden. Erst durfte ich nur noch in Schiffen mit seinen Piloten fliegen. Dann keine Partys, kein Alkohol, nicht vor die Tür. Ich habe gehorcht. Aber er hat mir nicht vertraut, hat mich überwacht. Nach einem Streit hat er mich sogar 2 Tage lang in meinem Zimmer eingesperrt. Wahnsinn, oder? Im eigenen Haus gefangen. Jeden Tag gab es Geschrei und Drohungen. Ich musste aus meinem Gefängnis fliehen. Aber ich bin immer noch nicht frei. Das Risiko muss ich eingehen. Ja, mein Zustand wird immer schlimmer. Aber vielleicht werde ich von alleine gesund. Wenn mein Vater mich findet, tja, ich kenne ihn und habe Angst um mein Leben. Ganz ehrlich. Es ist schlimmer, als du denkst. Ich bin nicht einfach abgehauen. Ich habe ihn K.O. geschlagen und dann sein Schiff gestohlen. Aber das war damals gerechtfertigt. Ich bin das Schiff über Aquila losgeworden und durch die besiedelten Systeme getingelt und irgendwann hergekommen, weil es ein gutes Versteck ist. Aber wenn ich in der Reliant-Datenbank auftauche, ist es vorbei damit. Dann weiß er, dass ich in Cydonia bin. Und sucht mich. Mein Wohlergehen interessiert ihn nicht mehr. Er will nur noch Rache. Er würde mich garantiert möglichst lang ins Gefängnis stecken oder noch schlimmer. Trevor sagt, du kannst gut mit Leuten. Vielleicht kannst du meinen Vater zur Vernunft bringen oder ihm Angst machen, damit er mich in Ruhe lässt. Er hat aber einflussreiche und gefährliche Freunde. Du musst also vorsichtig sein. Wenn es klappt, bin ich frei. Wenn nicht, naja, hat er mich wenigstens nicht gefunden. Also, was sagst du? Er war nicht immer so wie jetzt. Er hat sich erst verändert, als meine Mutter gestorben ist. Er ist wütend geworden. Gefährlich. Ganz anders. Du kannst versuchen, sie zu erwähnen. Belinda.
Er vermisst sie fürchterlich. Wenn er an sie denkt, beruhigt ihn das. Vielleicht klappt es. Es ist zufällig gerade eine Konferenz in Neon, zu der er jedes Jahr fliegt. Er wohnt immer im Hotel Voli. Er empfängt niemanden, den er nicht kennt. Aber wenn du sagst, dass ich dich schicke, redet er vielleicht mit dir. Wenn du ihm irgendwie zeigst, dass du in Frieden kommst. Ich weiß was. Bring ihm seinen Lieblingswhisky, Red Harvest Reserve. Sag, es ist ein Friedensangebot von mir. Der Whisky ist extrem selten. Er weckt sein Interesse sicher genug, dass er dir wenigstens zuhört. Viel Glück. Du kannst Jack im Broken Spear nach dem Whisky fragen. Vielleicht hat er ihn oder weiß, wo man ihn kriegt. Und danke, dass du versuchst, mir zu helfen. Wir möchten daran erinnern, dass es verboten ist, Müll vom Balkon zu werfen. Bitte nutzen Sie autorisierte Abfallbehältnisse. Diese Einheit ist nicht für Smalltalk ausgelegt. Man muss immer auf alles gefasst sein. Ausbildung ist alles. Kleiner Tipp, leg dich nicht mit Marines an. Mir egal, was alle sagen. Das ist immer noch ein heftiger Posten. Wie lange dauert das mit der Versetzung denn noch? Ich wollte eigentlich Vanguard werden. Dann habe ich gemerkt, dass wir von Welt. Alle Bürger sind herzlich eingeladen, das Gemeindezentrum auf der Mittelebene zu nutzen. Manche sehen Schrott, wenn ich nicht genau das habe, was du suchst. Viel Glück da draußen. Mein Laden sieht nicht nach viel. Okay, ich hol nur schnell mein... Wir sehen uns. Horus und ich sind in Glaubensdingen getrennt, aber vereint in unserem... Oh, hallo. Wie kann ich dir helfen? Gar kein Problem. Vielleicht liegt dir das Sanctum Universum eh. Ach, bevor du gehst, kannst du mir vielleicht bei etwas helfen? Ich führe eine Debatte mit meinem guten Freund Horus. Er glaubt, dass der Glaube an... Ich sage, das, was denkst du? Im Grunde ist es also so. Das werde ich... Achtung! Subterrane Teilchen-Detonation bevorstehen. Bitte lose Gegenstände sicher selbst... Manchmal glaubt man, dass die Yoshi uns hier draußen vergessen haben. Dabei würde es ohne den Mars gar keine Yoshi geben. 5, 4, 3, 2, 1.
Man kann den Emir nur auf der Nase. Ich bin kein großer Fan von der Auf... Stimmt, aber du wirst dir das gute Zeug kaum leisten können. Der Letzte, der hier danach gefragt hat, war kein geringerer als Governor Hurst. Er wollte ihn nicht mal trinken. Bloß in seinem Büro zur Schau stellen oder sowas. Ziemliche Verschwendung, aber was soll's. Er hatte die Creds. Du kapierst es nicht. Dieser Whisky ist in Fässern im Marsboden herangereift. Er verdankt seine typische rote Färbung praktisch dem Fleisch des Planeten. Er wird nie mehr produziert werden, weil das Herstellungsverfahren verloren ging. Dieser Whisky ist im Universum sowas wie eine bedrohte Spezies. Du hast Glück, dass ich welchen hab. Willst du das Zeug jetzt oder nicht? Entscheid dich. Mach keinen Ärger und keinen Stress. Dann sind alle glücklich. Mir war es egal, als sie vor ein paar Jahren aufgelöst wurden. Und ich finde es nicht gut, dass sie angeblich zurückkommen. Stimmt, aber der Letzte, der hier... Er wollte ihn nicht mal... Oh, das klingt nach einer interessanten Story. Hey, wir reden doch nur, oder? Okay, hör zu. Ich tue das für Rivka. Sie hat wirklich eine Menge durchgemacht. Zahl mir einfach dasselbe, was ich damals für den Whisky hingelegt habe. Und er gehört dir. Hoffentlich legst du mich nicht massiv aufs Kreuz, sonst hätte ich eine Menge Geld sausen lassen. Sieh zu, dass es Rivka bald wieder besser geht. Godard ist jetzt also amtierender Gouverneur. Den Krieg vermisse ich nicht, nur die Ausbildung. Dann mal tschüss. Wie läuft's denn so? Durch, du kennst das ja. Falls du was brauchst, ich bin hier. Warst du schon? Ach, diese Welt hat bessere Tage gesehen. Ob es hier schon immer so aussah?
was baust du als nächstes? Dieser Schrott fällt dir nur zur Last.
Lass das lieber, bevor du noch jemanden triffst.
Was gibt's? Brauchst du mich? Kann ich dir vielleicht was abnehmen? Gehört das auch zu meinen Aufgaben? Ganz sicher? Es war schrecklich, wie Neon mich verändert hat. Die Stadt saugt dir das Leben aus und macht dich böse. Das habe ich schon bei vielen Leuten gesehen. Als ich gezwungen war, den Disciples beizutreten, habe ich gespürt, wie das Böse auch in mich kriecht. Da war mir klar, ich muss weg. Wundert mich nicht. Bayou und die Megacorp sorgen dafür, dass fast alle Neon durch eine aurorafarbene Brille sehen. Epsilon. Das schlimmste Viertel. Meine Familie war mit ein paar anderen in eine Sleep Crate gepfercht. Aber immerhin hatten wir ein Dach über dem Kopf. Das kann nicht jeder in Neon von sich sagen. Es gibt viele Obdachlose in Epsilon. Ich war froh, dass ich das hinter mir lassen konnte. Ich hatte keine große Wahl. Meine Familie schuldet ihnen viel Geld und sie haben gesagt, sie erlassen uns einen Teil davon, wenn ich für die Gang arbeite. Das konnte ich nicht ausschlagen. Meine Eltern sind arm. Sie hatten mit dem Kredit der Disciples einen Laden in Epsilon eröffnet, aber die Strikers brannten ihn nieder. Sie dachten wohl, die Disciples würden den Laden nutzen, um Geld zu waschen. Ich sehe nicht so aus, aber kaum jemand in Neon ist stärker als ich. Die Disciples haben einen Gorilla gebraucht. Ich war geeignet. Sie hatten zuvor schon eine ganze Weile versucht, mich zu rekrutieren. Ich war auf ihrem Radar gelandet, weil ich einen von ihnen ausgenockt hatte. Der Typ hätte nicht versuchen sollen, mich auszurauben. Dann hätte er seine Zähne noch und ich meine Freiheit. Das war natürlich Schwachsinn. Meine Eltern würden so etwas nie machen. Sie haben den Laden aufgemacht, damit sich die Menschen in Epsilon bezahlbares Essen leisten können. Sie hatten sich nur Geld von den Disciples geliehen. Das war alles. Mehr nicht. Die Epsilon Strikers, der große Rivale der Disciples. Zum Glück haben nicht die mich gezwungen, bei ihnen mitzumachen. Die machen mir Angst. Ich hatte mir mein Leben nicht so vorgestellt, aber die Schulden gar nicht bezahlen zu können, wäre noch schlimmer. Meine Eltern verdienen bei Xenofresh gerade genug zum Leben. Ich muss ihnen helfen. Aber ich habe den Disciples klargemacht, dass ich raus will, sobald alles bezahlt ist. Sobald die letzte Rate bezahlt ist, will ich schnell weg aus Neon. Die Disciples würden sicher einen neuen Weg finden, mich zum Bleiben zu zwingen. Meine Familie ist noch dort. Die Disciples setzen oft auch Menschen als Druckmittel ein. Danke für dein Verständnis. Es wird nicht ewig so bleiben. Nur bis ich die Schulden komplett abgestottert habe. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Ich weiß, es ist eine blöde Situation. Am liebsten hätte ich nie das Kämpfen gelernt. Wäre ich nicht von Nutzen für sie, hätten die Disciples uns die Schulden vielleicht auch anders zurückzahlen lassen. Tut mir leid. Heftiges Thema. Hast du noch andere Fragen?
Und wie? Ich habe, glaube ich, alle Reiseführer im Raumhafen von Neon gelesen. Ich habe immer vom Reisen geträumt. Der Mond der Erde steht ganz oben auf meiner Liste. Der hat mich schon immer fasziniert. Und gleich dahinter steht New Atlantis. In den Reiseführern klingt die Stadt unglaublich. Wie das Gegenteil von Neon. Ich habe viel über Aquila City gelesen. Solomon Coe ist einer meiner Helden. Sein Vermächtnis fasziniert mich. Und ich habe kürzlich eine ganze Broschüre über das Zollsystem gefunden. Hauptsächlich über Cydonia, aber auch ein wenig über New Homestead. Und kurz bevor wir uns getroffen haben, habe ich eine Broschüre über Paradiso gefunden. Was für ein Luxus! Unglaublich! Angeblich ist es die sauberste Stadt in den besiedelten Systemen. Überall Bäume und frisches Wasser. Und das Mast wird natürlich erwähnt. Da sollen die genialsten Köpfe der Galaxie arbeiten. Und das stimmt auch ganz sicher. Damit eine Stadt wie New Atlantis funktioniert, ist viel Arbeit nötig. In einem Reiseführer waren auch Fotos von der Net. Die ist der Wahnsinn. Falls wir je nach New Atlantis kommen, will ich unbedingt mal damit fahren. Ich hatte ein Kinderbuch, das dort gespielt hat. Meine Mutter hat es mir früher jeden Abend vorgelesen. Ich habe dann immer davon geträumt, wie so ein alter, erdzeitiger Astronaut über den Mond zu gehen und mich immer gefragt, wie sich das wohl anfühlt. Du bist wahrscheinlich ständig dort, oder? Dafür würde ich ja schon fast UC-Bürgerin werden. Ein Veteran der Freestar Navy, Talon, hat es mir beigebracht. Er lebte auf der Straße bei uns in der Nähe in Epside. Mutter gab ihm zu essen, wenn wir was entbehren konnten. Wir haben uns angefreundet, weil er gleich um die Ecke gewohnt hat. Er hat mir das Kämpfen beigebracht, damit ich mich wehren kann. Epside kann ungemütlich sein. Er war der perfekte Lehrer. Die Gauner in Neon haben eine große Klappe. Aber kaum einer kann im Kampf gegen einen Navy-Veteranen bestehen. Er hat sich für mich gefreut, weil er wusste, dass ich nur weg wollte. Der Abschied war schwer. Er musste mir versprechen, dass er da ist, wenn ich auf Besuch komme. Ich sagte ihm, dass ich ein Reisetagebuch führen werde, damit ich ihm zeigen kann, was ich alles Tolles erlebt habe, wenn wir uns sehen. Hat sich während des Koloniekriegs mit Aurora angefixt. Deshalb wurde er von der Navy entlassen. Passiert leider recht oft. Er wollte davon loskommen, als er mich trainierte. Aber ich glaube nicht, dass er es ganz geschafft hat. Aurora ist übel. Ich fasse das Zeug nicht an. Er war stinksauer. Talon hasst Gangs. Er hat wochenlang nicht mit mir geredet, als er mich mit den Disciples auf Patrouille gesehen hat. Ein Grund mehr, so schnell wie möglich zu verschwinden. Ganz ehrlich, ich auch nicht. Kämpfen, um sich zu beschützen, ist eine Sache. Aber unprovozierte Gewalt ist falsch. Ja, er sagt immer, dass es keine Waffe ist, kämpfen zu können, sondern ein Werkzeug, das man nur einsetzt, wenn es sein muss. Ich weiß nicht, was Talon auf dem Schlachtfeld gesehen hat, aber es war wohl heftig. Er verabscheut Gewalt noch mehr als ich. Natürlich, dafür hast du mich ja eingestellt. Solange du nicht durchdrehst und anfängst, auf Zivilisten zu schießen oder so, haben wir kein Problem. Schönen Tag noch. Ich habe Lust auf ein Abenteuer.
Um Himmels Willen, wirf endlich was von dem Kram weg. Weißt du, wie das geht? Brauchst du was? Wenn es okay ist, würde ich gerne möglichst bald mit Admiral Logan reden. Gerne doch, absolut kein Problem. Admiral Logans Büro müsste ganz in der Nähe. Wenn es okay ist, würde ich gerne möglichst bald mit. Willst du mein Zeug sehen? Admiral Logans Büro müsste ganz in der Nähe sein. Thank you.
Captain. Glückwunsch zur Aufnahme. Hallo. Vielleicht sage ich Mitchell einfach gar nichts zu den Kosten. Der aktuelle Jahrgang in der Akademie ist sehr gut. Die Diplomatie versagt, grundsätzlich. Und dann müssen die Marines aufräumen. Die UC hätten vielleicht weniger Probleme, wenn die Marines etwas öfter eingesetzt würden. Manche Leute in den besiedelten Systemen sehen uns als Kriegstreiber und wir werden das nie ändern können. Also zerbreche ich mir nicht den Kopf darüber. Irgendwann kann die Ordnung vielleicht auch ohne die Androhung von Gewalt aufrechterhalten werden. Irgendwann. Die United Colonies können nicht ohne starkes Militär als Friedenshüter existieren. Das ist einfach so. Ich tue so, als hätte ich das nicht gesehen. Unser Militär muss immer einsatzbereit sein. Meiner Meinung nach aber nur als letztes Mittel. Sarah Morgan. Wie lange ist das her? 10 Jahre? Admiral, schön, dich wiederzusehen. Sir. Du musst mich nicht mit Sir ansprechen. Das Protokoll ist außer Kraft getreten, als du deine Cluster auf meinen Tisch geworfen hast. Admiral, ich will keine alten Wunden aufreißen. Alte Wunden ist interessant, angesichts unserer Vorgeschichte. Commander, ich weiß nicht, warum du hier bist, aber wie wäre es, wenn du direkt zur Sache kämst? Ich bin hier, weil ich deine Hilfe brauche. Meine Hilfe? Interessant. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du mir mehr als deutlich gemacht, dass du der Navy den Rücken kehrst. Das war vor 10 Jahren. Menschen ändern sich. Admiral, bitte. Ich will mich nicht mit dir streiten, sondern meine Vergangenheit aufarbeiten. Deine Vergangenheit verstaubt im Archiv. Da hast du sie zurückgelassen, als du den United Colonies den Rücken gekehrt hast. Und was ist mit dir? Wer bei allen Sonnen bist du überhaupt? Na gut. Dann könntest du mir freundlicherweise erklären, warum ich euch beide nicht aus dem Gebäude eskortieren lassen sollte? Bei allem Respekt, Admiral, das ist lächerlich. Wenn du ein Problem mit mir hast, ist es völlig unnötig, außenstehende Personen anzufahren. Ich habe kein Problem mit dir, Commander. Ich versuche nur zu ergründen, warum du die Hilfe der Navy verdienst. Das ist eine sehr noble Geste. Stimmt das, Commander? Es geht um Cassiopeia, Admiral. Ich fliege zurück, um herauszufinden, was mit der Crew der Dauntless passiert ist. Und hoffentlich ihr Vermächtnis zurückzubringen. Das klingt gefährlich. Bist du dir sicher, dass es das Risiko wert ist? Ich weiß nicht. Wenn es nur so einfach wäre. Wenn die Navy eure Mission absegnet, dann übernehmen wir Verantwortung. Und offen gesagt würde ich mir nie verzeihen, wenn ihr nicht zurückkämt. Ich weiß deine Sorge zu schätzen, Admiral. Aber ich war für diese Crew verantwortlich. Das Risiko ist mir egal. Diese Männer und Frauen kommen nach Hause. Verstehe. Und ich muss mich wohl bei dir entschuldigen, Commander. Unsere letzte Begegnung hat mir ein falsches Bild von dir vermittelt. Wie kann ich helfen? Wenn ich Zugriff auf die Akten zu meiner Rettung bekäme, wäre ich dir sehr verbunden, Admiral. Das sollte nicht allzu schwer sein. Ich habe alle relevanten Informationen auf deine Slates gesendet. Gibt es noch etwas? Nein, Admiral.
Danke. Du musst dich nicht bedanken, Commander. Ich hoffe nur, du findest, was auch immer du suchst. Wir sollten genügend Vorräte für die Reise nach Cassiopeia mitnehmen. Die Flotte der UC muss die stärkste im All sein, heute und immer. Es gibt keine Alternative. Im ersten Koloniekrieg hätte ich sie als geborene Anführerin bezeichnet. Effizient, unerschütterlich, motivierend. Hatte das Zeug zur Offizierin. Aber nach Cassiopeia war Commander Morgan nicht mehr dieselbe. Sie hatte ihr Selbstbewusstsein verloren, also wurde sie dem Navigator Corps zugeteilt. Es war keine Strafe. Immerhin war offensichtlich, dass sie sich nach einem Erkundungsposten sehnte. Wir waren uns einig, dass die Versetzung ihr guttun würde. Es tat mir wirklich leid, als das Kabinett ihre Division einstampfte. Und ich war nicht überrascht, als sie ihren Dienst am nächsten Tag quittierte. Wenn du mich fragst, was ich heute von Commander Morgan halte, nun, die Constellation kann sich glücklich schätzen, sie als Anführerin zu haben. Ich antworte so gut ich kann, aber sie war ein Militärschiff und manche Informationen sind entsprechend geheim. Ich kann leider nicht preisgeben, was die Dauntless ins Cassiopeia-System geführt hat, aber es kam zu Kampfhandlungen mit Kriegsschiffen des Freestar Collective. Laut ihrem Flugschreiber stand sie unter schwerem feindlichen Beschuss und erlitt einen Totalschaden. Sie war damals eines unserer größeren Kriegsschiffe. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sie erst so spät auseinandergebrochen ist. Wenn ich mich richtig erinnere, sind 11 Crewmitglieder der Zerstörung entkommen. Darunter Commander Morgan. Die Schiffsklasse war mit 6 Rettungsshuttles bestückt, aber laut Flugschreiber haben nur 2 die Dauntless verlassen, bevor sie zerbrochen ist. Ich hoffe, du willst mir nichts unterstellen. Aber nein, ich hatte damals nicht das Kommando über die UC-Flotte. Diese Ehre fiel Flottenadmiral François Sanon zu. Ich fürchte, darauf habe ich keine gute Antwort. Wir waren noch mitten im Krieg und die UC hatten sich aus diesem Sternensystem zurückgezogen. Wir hatten schlichtweg keine Kapazitäten für eine Suche. Commander Morgans Notfallsignal wurde nur durch puren Zufall von einem Frachter entdeckt, der dann eine Suchmannschaft entsandt hat. Gern geschehen. Ich werde alles tun, um euch... Howdy. Logan muss unbedingt den letzten Bericht von Aegis sehen. Wieder eine Niederlage. Ich muss bei Deimos Ersatzschiffe bestellen. Ich fürchte, ich kann gerade nicht reden, Bürger.
Auch wenn es nicht Jamison ist, fühle ich mich so langsam heimisch. Wir den Vogel runter. Hallo, Captain. Brauchst du was, Captain? Unfassbar, dass ich will. Ach, fast 20 Jahre. Aber es fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Seltsamerweise sieht es hier genauso aus, wie ich es in Erinnerung habe. Aber das ist unmöglich, oder? Wie ein Traum.
Nein. Es geht schon. Okay, also, ich muss mich kurz orientieren. Ja, das sieht richtig aus. Diese Felsformationen kommen mir bekannt vor. Mein altes Lager ist nicht weit weg von hier. Außer dem gefährlichen Gelände, der wilden Fauna und der Gefahr, uns zu verirren? Nein, gibt keinen Grund zur Sorge. Das ist der einzige Grund, warum ich hier bin. Wenn wir das Lager finden, nehmen wir das als Startpunkt, um die Absturzstelle des Crew-Shuttles zu suchen. Also los. Halte nach feindseligen Kreaturen Ausschau. Die sind hier überall. Ich nehme dir gern etwas Last. Frag mich, was du... Ich will unbedingt die alte Absturzstelle finden. Ich freue mich, dich zu sehen.
Captain, grüße. Müssen Trümmer von meinem Shuttle sein. War nicht gerade eine Bilderbuchlandung, aber es ging nicht anders. Hier ist es. Hier habe ich fast ein Jahr lang darauf gewartet, dass mich jemand rettet. Nicht gerade Paradiso, oder? Du hast wirklich noch nie von Paradiso gehört? Das ist ein Resort im Purima-System, wo man abschalten und sich entspannen kann. Vielleicht sollten wir nach der Sache hier mal hin. Könnten beide dringend Urlaub gebrauchen. Das habe ich nie behauptet. Mein Shuttle ist bei der Bruchlandung zerschellt. Es hat nicht gebrannt, aber ich... Naja, ich war ziemlich übel verletzt. Musste aus dem Wrack herauskriechen. Laut der UC-Sanitäter, die mich gerettet haben, hatte ich 3 gebrochene Rippen, eine zertrümmerte Elle und innere Organschäden. Ich war fast 6 Wochen lang in der Krankenabteilung. Schön wär's. Es war so unbequem, dass ich mich über einen Strohhaufen gefreut hätte. Schau dir das mal an. Rostet hier seit fast 10 Jahren vor sich hin. Ich glaube, wir brauchen eine Notenergiezelle, um den Schiffscomputer wieder hochzufahren. Nein, leider nicht. Sie wurde entworfen, um Einzelsysteme zu versorgen. Und selbst wenn, mein altes Shuttle wäre sowieso viel zu beschädigt. Klar, wir haben jede Menge Energiezellen an Bord, aber keine vom UC-Militärstandard. Die würden nicht passen. Wir müssen wohl ein bisschen wühlen gehen. Süß. Als ich hier gestrandet bin, habe ich eine Notrufbarke mit Notenergiezellen angetrieben. Die Barke war da oben auf dem Plateau. Wir müssen wohl ein bisschen klettern.
Irgendwelche Signale? Dieses Signal hat mir wohl das Leben gerettet. Wer weiß, wie lange ich hier sonst noch verschollen wäre. Schön, dass du die Drecksarbeit übernimmst. Heute ist der falsche Tag, um mich zu nerven. Nur her. Erledigt. Sind die hin? Aha.
Wir haben die andere Absturzstelle gefunden. Unser Plan hat wirklich funktioniert. Mach keine Witze. Wenn die Daten falsch sind und wir auf einen Haufen Steine zulaufen, weiß ich nicht, was wir noch machen sollten. Ich bin mir sicher, dass ich alle Daten erfasst habe, bevor ich aufgeschlagen bin. Ich mach mir keine Sorgen, wenn du dir keine machst. Wir sind noch nicht da, aber fühlt sich verdammt gut an. Laut Telemetriedaten ist das Wrack zu weit weg für einen Fußmarsch. Wir müssen wieder zurück zum Schiff und auf einem anderen Teil des Planeten landen. Dann mal los. Captain, benötigen Sie meine Hilfe? Ich habe da was für dich gefunden. Für eine Aussicht. Wäre ich unter angenehmeren Umständen hier gelandet, hätte ich die Schönheit dieses Planeten mehr zu schätzen gewusst. Was war das?
Endlich kommen wir den Antworten näher. Das spüre ich. Bis zur zweiten Absturzstelle ist es nicht weit. Brennendes Feuer. Ist hier tatsächlich noch jemand am Leben? Halt! Ich schieße, wenn es sein muss. Dreht einfach um und verschwindet! Ich kann mit dem Ding hier umgehen. Oh mein Gott! Wer bist du? Niemand! Geht einfach weg! Ich lass mir nicht schon wieder meine Sachen klauen. Keine Chance! Geht weg! Beide! Hey, ich bin nicht blöd. Die letzten Leute hier wollten auch nur helfen. Am Ende haben sie mich reingelegt, all meine guten Sachen geklaut und mich zurückgelassen. Das lasse ich nicht nochmal mit mir machen. Antworten? Auf was? Woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Es reicht. Leg die Waffe weg und rede mit uns. Wir wollen wissen, was hier passiert ist. Siehst du? Du bist überhaupt nicht nett. Ich wusste es. Erwachsene lügen einen ständig an. Tut mir leid. Weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich habe überreagiert. Wir wollen dir helfen. Und wir lügen dich nicht an. Versprochen. Ich weiß nicht. Ich traue euch nicht. Warum sollte ich euch zuhören? Die Crew? Nach der Crew hat schon vor meiner Geburt niemand mehr gesucht. Also los, erzählt mir eine andere Lüge. Du bist hier geboren? Moment. Oh mein Gott. Deine Eltern, deine Mutter und dein Vater. Wie hießen die? Jenna und Elias. Warum? Jenna und Elias? Private Jenna Marsh und Corporal Elias Obrist? Du bist ihre Tochter? Hör mir zu. Ich kannte deine Eltern. Sie waren mit mir auf der Dauntless. Ich bin Commander Sarah Morgan. Du bist Sarah Morgan? Mom und Dads Captain? Meine Eltern haben ständig von dir geredet. Es ist wie ein Traum, dich endlich kennenzulernen. Ich weiß, dass das hier Cassiopeia ist. Ich bin hier geboren. Ich weiß, dass meine Mutter und mein Vater von Jem's Son oder so ähnlich waren. Das ist bestimmt 1000 Meilen weit weg. Dass sie in einer riesigen Schlacht das Schiff kommandiert hat.
dass sie eine Heldin und ein unglaublich mutiger Mensch war. Ach ja? Tja, ich wünschte, ihr wärt früher gekommen. Meine Eltern sind tot. Mein Vater ist schon vor langer Zeit gestorben und Mom wurde von einem dieser Monster beim Friedhof getötet. Ich bin als Einzige übrig. Allein. Darf ich dich etwas fragen? Ich weiß nicht einmal, wie du heißt. Oh, ja. Ich heiße Sona. Sona? Ein schöner Name. Sona, du hast einen Friedhof erwähnt. Wurde da die Crew... du weißt schon... Begraben? Ja. Ist ein Haufen Steine mit den Halsketten, die auch meine Mom und mein Dad hatten. Danke, Sona. Wir müssen kurz was besprechen und kommen gleich wieder, okay? Okay, Sarah. Ja? Ein Haufen Arschlöcher haben einen auf nett gemacht, waren aber echt fies. Haben mir alles Mögliche versprochen, dass sie mich mitnehmen, wenn ich ihnen helfe, meine ganzen Sachen an Bord zu bringen. Als ich das letzte bisschen aus meinem Versteck holen wollte, sind sie davongeflogen. Ich glaube, ich habe den ganzen Tag lang geheult. Keine Ahnung. Waren eine Frau und zwei Typen. Die Frau war die, die so auf nett gemacht hat. Hatten Raumanzüge an und jede Menge Waffen dabei. Einer hatte eine große Narbe im Gesicht. Die haben ziemlich bedrohlich ausgesehen. Ich glaube, einer von denen hat gesagt, dass sie von der Fleet sind. Oder so ähnlich. Klang irgendwie komisch. Ja, naja. Ich hab sie in Heim gezahlt. Die Dumpfnasen haben nicht lang genug gewartet und mein wirklich gutes Zeug verpasst. Wenn ich älter bin und die Arschlöcher nochmal sehe, hole ich mir mein ganzes Zeug zurück. Mom war Ärztin, also hat sie mir beigebracht, wie man Essen sammelt und Medizin aus Pflanzen gewinnt. Sie hat mir auch gezeigt, wie man schießt, falls böse Leute oder Monster kommen. Hat mir aber auch nicht geholfen, sie zu retten. Na gut, frag. Mom hat erzählt, dass sich Dad beim Absturz verletzt hat. Er hat ziemlich viel geschlafen, aber ich weiß nicht, was ihn so krank gemacht hat. Ich war noch klein, als Dad gestorben ist. Ich erinnere mich kaum an ihn. Mom ist jeden Tag zum Friedhof gegangen, um Dad zu besuchen. Manchmal hat sie mich mitgenommen, manchmal bin ich hier geblieben. Einmal konnte ich nicht mit und sie ist nie zurückgekommen. Ich hatte ziemlich Angst. Irgendwann bin ich hin und hab sie gefunden, aber sie war schwer verletzt. Ich konnte sie nicht nach Hause bringen. Aber ich konnte sie umarmen, bevor sie gestorben ist. Wenn du willst.
Halt dich von mir fern. Ich traue dir nicht. Wo soll ich bloß anfangen? Ich versuche nicht, die Fassung zu verlieren. Es ist einfach zu viel auf einmal. Verstehst du? Ich bin nur so erleichtert, dass du hier bist. Keine Chance, dass ich alleine zurechtgekommen wäre. Ach ja? Ich bin fertig mit den Nerven. Ich muss viel verarbeiten. Aber dazu habe ich jetzt einfach keine Zeit. Wenn du helfen willst, dann such den Friedhof und bring mir diese Ketten, die Sona erwähnt hat. Ich hoffe, das sind die Genmarken meiner Crew. Die Erkennungsmarken des UC-Militärs. Darauf werden die medizinischen Daten und eine DNA-Probe des jeweiligen Soldaten gespeichert. Wenn wir sie nach Jamison bringen, ist es fast, als würden wir die Toten für ein angemessenes Begräbnis zurückbringen. Nein, ich mache mir eher Sorgen um dich. Sonas Monster sind zweifellos gefährliche Lebensformen, die den Friedhof zu ihrem Territorium auserkoren haben. Nichts? Du musst diese Genmarken... Wenn du meinst, dass dir das hilft, nur zu. Ich glaube nicht. Sona hat Angst. Sie hat schon lange kein freundliches Gesicht mehr gesehen. Ich sollte lieber bei ihr bleiben. Ich würde mir nie verzeihen, wenn ihr etwas zustoßen sollte, während wir weg sind. Gerne doch. Schieres Glück. Das Shuttle hatte fast keinen Antrieb mehr und keinerlei Verteidigungsschilde. Nur ein verdammt erfahrener Pilot hätte das Schiff landen können, ohne dass es in tausend Teile zerbricht. Sei vorsichtig. In diesem Grab hat sich bestimmt irgendeine feindselige Kreatur eingenistet. Was willst du von mir? Mom hatte Slates mit Lernzeug drauf. Sie hat mir Lesen beigebracht und Wissenschaft. Oh, und Mathe auch. Puh. Wir haben uns das jeden Tag angeschaut. Sie hat es Schule genannt. Ich vermisse es. Und ich vermisse Mom. Klar. Ich beobachte dich. Thank you.
Zone. Bitte beruhige dich und hör mir zu. Allein ist es hier viel zu Mir egal. Das ist mein Zuhause. Du kannst mich nicht zwingen. Wir können sie nicht allein hier lassen. Sie muss mit uns zurück nach Jamison. Ich bin ratlos. Kannst du mal mit ihr reden? Sie ist hier aufgewachsen. Wie kannst du von ihr erwarten, dass sie rationale Entscheidungen trifft? Sie ist noch ein Kind, um Himmels Willen. Du hast mich noch nie in die falsche Richtung geführt. Wenn du glaubst, dass es ihre Entscheidung ist. Sona, bitte beruhige dich und... Allein ist es hier viel zu gefährlich, Kleines. Mir egal. Das ist mein Zuhause. Du kannst mich nicht zwingen. Wir können sie nicht allein hier lassen. Sie muss mit uns zurück nach Jamison. Ich bin ratlos. Ich weiß, ich schlage ja nicht vor, dass wir sie bewusstlos schlagen. Hör mal, vielleicht kannst du sie ja zur Vernunft bringen. Damit sie sich entscheidet. Ich... Tut mir leid. Ich kann nicht. Ich höre doch, dass ihr über mich redet. Und es ist mir egal, was ihr sagt. Ich gehe hier nicht weg. Hör mal, ich bin eindeutig nicht in meinem Element und psychisch nicht dazu in der Lage. Könntest bitte du mit ihr reden? Warum hört Sarah nicht auf mich? Schon irgendwie. Ich kenne sie erst kurz. Dir vertraue ich nur, weil Mom und Dad gesagt haben, Sarah wäre ein guter Mensch. Wahrscheinlich will sie helfen, aber es wäre schön, wenn sie sich meinen Teil der Geschichte anhören würde. Mom hat mir 1000 Mal gesagt, es wäre nicht Sarahs Schuld, dass wir... Nun... ich hier festsitze. Das heißt aber nicht, dass ich das einzige Zuhause verlassen sollte, das ich kenne. Mama und Papa meinten, es gibt da draußen ein ganzes Universum mit Tausenden von Planeten. Sie haben mir die Sternkarten gezeigt. Das klingt schon cool, aber irgendwie auch beängstigend. Es wäre schwierig, das einzige Zuhause zu verlassen, das ich kenne. So habe ich das noch nie gesehen. Aber Mama und Papa zurückzulassen, ist ziemlich schwer. Obwohl sie tot sind, will ich sie nicht aufgeben. Ich bin sicher. Die Monster kriegen mich nicht. Ich habe gelernt, sie auszutricksen. Sie sind ziemlich dumm. Und wenn böse Leute kommen, kann ich mich verstecken. Als du gelandet bist, hast du mich bestimmt nicht gesehen. Hier habe ich keine Probleme. Deswegen weiß ich nicht, ob ich meine Eltern zurücklassen muss. Hey, ja, vielleicht mit einem coolen Schiff wie deinem. Tut mir leid, dass ich gebrüllt habe. Du und Sarah, ihr wollt ja nur helfen. Ich hol meine Sachen und dann steige ich in dein Schiff. Keine Sorge, ich stehe auch nicht im Weg, bis wir... naja, wo auch immer sind. Können wir später reden? Ich muss noch packen. Die Ärmste. Hoffentlich war die Entscheidung richtig.
Hoffentlich ist das so. Wir reißen Sona aus ihrem Zuhause und werfen sie zurück in die Gesellschaft. Es wird schwierig für sie, sich an die Veränderungen anzupassen. Wo sie auch landet, versprich mir nur, dass wir ab und zu nach ihr sehen. Bitte. Danke. Bevor wir Cassiopeia verlassen, wollte ich dir noch etwas sagen. Vielleicht an dem Aussichtspunkt, an dem wir vorbeigekommen sind? Es geht auch schnell, versprochen. Komm. Reden wir ein andermal. Ich muss noch jede Menge packen. Was? Hast du was für mich? Ich weiß, dass du Cassiopeia verlassen willst, aber gib mir noch ein bisschen Zeit. Wir haben es fast geschafft. Pass auf, bevor wir zum Schiff gehen, wollte ich dir noch sagen, was für ein großes Geschenk das war. Du musstest mir einen Stups geben. Und wenn ich nicht auf dich gehört hätte, hätte das Universum wohl nie von diesem kleinen Mädchen erfahren. Und ich will mich erkenntlich zeigen, auch wenn es bis an mein Lebensende dauert. Das ist das zweite Mal, dass ich auf dieser Welt bin. Und bis jetzt habe ich noch nie darüber nachgedacht, wie umwerfend sie ist. Schau dir das an. Deswegen erkunde ich hier draußen die Sterne. Welten über Welten warten darauf, dass man ihre Schönheit entdeckt. Diese Last meiner Vergangenheit abzulegen hat mir ermöglicht, die Augen zu öffnen. Und zwar weiter als je zuvor. Und das alles deinetwegen. Vielleicht. Ich schätze, wir müssen beide ein bisschen darüber nachdenken. Also, es wird wohl Zeit, Cassiopeia wieder Ade zu sagen. Diesmal aber unter wesentlich glücklicheren Umständen. Fliegen wir zurück nach Jamison. Ich will Admiral Logan deine gesammelten Genmarken geben und dann schauen, was wir mit Sona machen. Du warst sehr geduldig. Worüber wolltest du reden? Noch ein Besuch bei Admiral Logan und ich kann dieses Kapitel endlich schließen.
Schauen wir doch bei Centurion vorbei, um Munition aufzustocken. Im Namen der Vanguard hier. Verzeihung. Ich entscheide an einem Schreibtisch über das Schicksal von Menschen. Das ist merkwürdig. Willkommen zurück. Habt ihr Antworten gefunden? Aber nicht nur das. Wir haben dort auch ein Kind von zwei überlebenden Crewmitgliedern gefunden. Nach dem Tod ihrer Eltern war dieses arme Mädchen jahrelang auf dieser feindseligen Welt. Allein. Wir haben sie im Stich gelassen, Admiral. Das tut mir leid. Aber wie hätten wir das wissen können? Wie kannst du es wagen? Tausende starben, weil sie an die Ideale der United Colonies glaubten. Das weiß ich, weil ich jede einzelne ihrer Todesnachrichten unterzeichnet habe. Also sag mir nicht, ich hätte etwas entehrt. Ich betrauere diese Tausende jeden Tag meines Lebens. Wir zweifeln nicht an deiner Integrität, Admiral. Wir bedauern lediglich, wie diese Situation beigelegt wurde. Du hast absolut recht, Sarah. Die Situation wurde schlecht gehandhabt. Aber eines kann ich versichern. Die Namen dieser Männer und Frauen werden nie in Vergessenheit geraten. Dafür sorge ich persönlich. Danke, Admiral. Viel Glück euch beiden. Es war mir eine Ehre. Wenn wir hier fertig sind, sollten wir uns mit Zauna unterhalten. Die Ärmste wartet in der Loge auf uns. Willkommen zurück. Habt ihr Antworten? Aber nicht nur das. Nach dem Tod ihrer... Das tut mir leid. Natürlich. Wir stimmen wohl darin überein, dass dies ein weiterer bedauerlicher Umstand des Koloniekriegs war. Für dich ist es ein bedauerlicher Umstand. Für mich eine Tragödie. Du hast absolut recht, Sarah. Es ist eine Tragödie. Aber eines kann ich versichern, die Namen dieser Männer... Danke, Admiral. Viel Glück euch beiden. Wenn wir hier fertig sind, sollten wir uns mit... Wie geht's so? Mach's gut. Hey. Ja? Du musst auf diesem Planeten keinen Helm tragen. Das weißt du schon, oder?
Vielleicht erfahren wir so, wo das nächste Restaurant liegt. Walter gibt für die Loge einen Haufen Geld aus, aber sie ist jeden Credit wert. Wir müssen wohl reden. Da seid ihr ja. Ich hab mich schon gefragt, wann ihr kommt. Hallo, Sona. Wie ich sehe, hast du die Loge problemlos gefunden. Ja, aber es war schon schwierig. Die ganzen Leute. So viele auf einem Haufen habe ich noch nie gesehen. Sarah hat es mir erklärt. Das kann sie echt gut. Dieses Ned-Ding war super cool. Wie Magie oder so. Wie irgendwas aus den Geschichten, die Mama mir immer vorgelesen hat. Aber am schwierigsten war, dass mich alle anstarren. Die ganzen Leute an einem Ort, das macht mir irgendwie Angst. Keine Ahnung warum. Ich glaub schon, weiß nicht. Ist alles noch so neu für mich. Das wird schon. Du bist einer der cleversten Menschen, die ich kenne. Also, was meinst du? Gefällt es dir hier, Sona? In der Loge? Ja, hier ist alles so riesig. Sowas habe ich noch nie gesehen. Du bist bestimmt Quintillionärin, Sarah. Ach, schön wär's. Das hier gehört nicht mir allein. Es gehört allen, die Teil von Constellation sind. Und es sollte auch dir gehören, Sona. Ich möchte, dass du bleibst und es zu deinem Zuhause machst. Wow. Kann ich dann mit euch auf Erkundungstour gehen? Oder kriege ich dann mein eigenes Schiff? Tja, Tante Sarah kann sich das gerade nicht so ganz leisten. Aber sie kann dir die beste Entdeckerausbildung der Galaxie zukommen lassen. Verstehe. Oh, und keine Sorge, ich lerne schnell. Also mach dich schon mal auf ein neues Constellation-Mitglied gefasst, das Missionen annimmt. Ich kann's kaum erwarten. Wie auch immer. Danke, dass ich hier bleiben darf. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ganz bestimmt nicht. Ich finde, Sona sollte sich erstmal einleben. Ich würde jetzt gerne das Koloniekriegsdenkmal besuchen. Ich möchte den Leuten die letzte Ehre erweisen. Hey, sag Bescheid, wenn du mich mitnehmen willst. Dürfte nur noch ein paar Jahre dauern. Die ist toll. Sowas habe ich noch nie im Leben gesehen. Nicht mal auf Mamas Bilderslates. Das ist fast wie in einem Märchen. Als wäre es nicht real. Das klingt bestimmt total dumm, aber hey, ich habe in einem Haus aus kaputten Raumschiffteilen und Bäumen gelebt. Ja, ein bisschen. Der Planet war das einzige Zuhause, das ich kannte. Es klingt irgendwie komisch, aber es fühlt sich an, als hätte ich meine Familie zurückgelassen. Eine schwere Entscheidung. Aber du und Sarah, ihr hattet recht. Ich musste mich verändern. Und eines Tages, wenn ich alt genug bin, kann ich den Planeten ja einfach besuchen. Komm bald wieder. Ich rede gern mit Freunden.
Smarter Move. Jetzt sollte die Waffe deutlich effektiver sein. Die Arbeit im Vertriebszentrum. Nein, das sage ich doch gar nicht. Du musst mindestens die halbe Energie in den Schilden haben. Hallo. Bin ziemlich beschäftigt. Kann gerade nicht reden, sorry.
dir das an. Die Leben dieser ganzen Leute, eingedampft auf Namen an einer Wand. Wie nah ich wohl dran war, auch nur noch ein Name zu sein. Diese Leute haben einen hohen Preis für das bezahlt, woran sie geglaubt haben. Ich habe zusammen mit ihnen gedient und einige von ihnen sterben sehen. Es ist gut gemeint, aber für mich werden sie stets mehr als nur Namen sein. Du bedeutest mir auch etwas. Es gibt eine Art von Verbindung zwischen uns, über die wir, glaube ich, reden müssen. Ich möchte noch kurz hier bleiben. Dann können wir zum Wasserfall gehen und uns ungestört unterhalten. Okay, bin bereit. Los geht's. Es ist nicht mehr weit. Ich glaube, du möchtest hören, was ich dir am Wasserfall zu sagen habe. Hab noch etwas Geduld, dann erkläre ich dir alles. Schön hier, oder? Ich war überall in den besiedelten Systemen. Doch genau dieser Ort, diese Stelle, ist in der Galaxie einzigartig. Keine Ahnung. Ich kann es nicht erklären. Vielleicht ist es die seltsame Verschmelzung von Kunst, Technik und Natur. Oder das Gefühl von zu Hause. Was es auch ist, ich fühle mich hier jedenfalls wohler als irgendwo anders. Daran habe ich bislang nie gedacht. Aber du hast recht. Hier oben lasse ich mir durch den Kopf gehen, worüber wir in der Constellation gestritten haben. An diesem Ort habe ich schon so viele Entscheidungen getroffen. Und genau darum habe ich dich hergebeten. Ich wollte mit dir
über etwas ziemlich Wichtiges reden. Gut, denn das ist so einiges. Es geht um meine Rückkehr nach Cassiopeia. Was wir über Sona erfahren haben, lässt mir einfach keine Ruhe. Es mag verrückt klingen, aber die Einsamkeit dieses jungen Mädchens erinnert mich an mich selbst. Naja, im Vergleich mit Sona hatte ich es leicht. Mein Leben lang war ich von Leuten umgeben. Bei der Constellation, dem Navigator Corps, sogar dem UC-Militär. Gleichwohl war ich immer so weit weg, wie sehr ich auch dazugehören wollte. Bist du sicher? Vielleicht ist es mein Wesen, andere auf Abstand zu halten. Oder sie sogar fortzustoßen. Jetzt? Meinst du die Constellation? Warte, was genau willst du sagen? Sorry, ich muss mich nur einen Augenblick sammeln. Du hast bereits deutlich gemacht, dass du auf eine feste Beziehung aus bist. Du willst mir nah sein. Also, wenn du dieses Wagnis mit mir eingehen willst, dann will ich es auch. Du bist wirklich besonders, weißt du? Dank dir überwand ich meine Selbstzweifel, gewann an Selbstvertrauen und so viel mehr. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich ganz. Und mit dir an meiner Seite wird dieses Gefühl ewig währen. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich werde dich immer lieben. Wenn du Zeit hast, ich würde gern mit dir reden. Meine Mutter hat mir vor ein paar Tagen geschrieben. Sie war mal wieder auf einer Sightseeing-Kreuzfahrt. Ja, du weißt schon, man fliegt auf einem Luxusliner zu Doppelsternen, Gasnebeln, Asteroidenfeldern. Zu schönen Fotomotiven eben. Das ist wohl die neue Leidenschaft meiner Mutter. Warum solltest du... Oh, verstehe. Wir haben nie darüber geredet, oder? Meine Mutter lebt ziemlich abgeschieden. Daher haben wir nur sehr selten Kontakt zueinander. Klar, wenn man jung ist. Aber sobald man älter wird und sie anfangen, dein Leben zu kontrollieren... Da muss man sich dann schnell abnabeln. Oh, klar, sie dachten bestimmt, dass sie das Richtige tun. Du musst wissen, dass meine Eltern beide Diplomaten bei der administrativen Division der UC waren. Nachdem ich mit der Schule fertig war, haben sie mich für eine einjährige Ausbildung in ihrer Abteilung angemeldet. Ohne mich zu fragen. Der Regierungsarm der United Colonies. Du weißt schon, die Politiker, die Diplomaten, die Botschafter. Stell dir vor, du verbringst dein gesamtes Berufsleben hinter einem Schreibtisch. Uff, geht's noch langweiliger?
Hey, ich war 18, gerade mit der Schule fertig und habe meine Eltern vergöttert und ihnen vertraut. Sie dachten bestimmt, dass sie das Beste für ihre Tochter tun. Was wusste ich denn schon? Wollen ist das falsche Verb. Verlangen wäre treffender. Ich wurde für die Ausbildung nach Cydonia geschickt, wo ich politische Richtlinien ausarbeiten und Handelsdispute schlichten musste. Das einzig Gute an dem Job war, dass ich dadurch jeden einzelnen Quadratzentimeter des Mars erkunden konnte. Ich war das erste Mal überhaupt alleine auf einer anderen Welt. Ich meine, Jameson ist toll, keine Frage. Aber für mich war es einfach nur die langweilige alte Heimat. Der Mars war eine Offenbarung. Oh, ich nutzte jede Sekunde, um den Planeten zu erkunden. Gnadenlos gepackt. Die diplomatische Ausbildung warf ich ein paar Monate vor dem Ende hin und ging dann zur UC Navy. Meine Eltern waren natürlich nicht begeistert. Wir stritten uns heftig und brachen den Kontakt komplett ab. Naja, das war noch nicht das Schlimmste. Weißt du, mein Vater ist gefallen in den ersten Stunden des Koloniekriegs. Bei der Beerdigung auf Jameson haben meine Mutter und ich uns geschworen, dass wir in Kontakt bleiben. Nachdem das Freestar Collective anfing, auf Vesta Ackerbau zu betreiben, war mein Vater einer der UC-Diplomaten, die schlichten sollten. Die Verhandlungen scheiterten. Auf Vesta kam es zum Krieg und alle UC-Diplomaten wurden aus dem Freestar-Raum evakuiert. Leider geriet das Schiff meines Vaters ins Kreuzfeuer. Bist du süß. Immer sorgst du dich um meine Gefühle. Deswegen habe ich mich in dich verliebt. Dein Lächeln, deine Fürsorge. Sie erhellen die dunkelsten Tage. Hör mal, ich will ganz offen mit dir sein. Wir reden über Familie. Da frage ich mich, wo unsere eigene Beziehung steht. Meinst du das ernst? Wirklich? Wir beide. Von diesem Moment habe ich geträumt. Doch jetzt verschlägt es mir die Sprache. Ja. Ja. Natürlich. Ja. Ich muss jetzt erst einmal über die Zeremonie nachdenken. Ich habe schon einige Ideen, wie wir das angehen. Weißt du, ich habe immer davon geträumt, die Liebe meines Lebens zu finden. Und nun bist du hier. Hier an meiner Seite. Na du, schön dich zu sehen. Yep, bitte sehr. Nur wenn es ein dunkles, tiefes Geheimnis ist. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich habe mich noch nie so geborgen gefühlt. Das verleiht meinem Leben diese wunderbare Stabilität. Gut,
Gib einfach Bescheid, falls du über unsere Beziehung reden willst. Schließlich warst du oft genug für mich da. Hoffentlich bis bald. Komm ruhig zu mir, falls du was brauchst. Wie schwer es auch... Was willst du mir damit sagen? Oh. Verstehe. Ich verstehe nicht, warum du plötzlich so bist. Doch wenn du es beenden und lieber nur befreundet sein willst, respektiere ich das. Unsere Freundschaft macht mein Leben... Moment. Was sagst du da? Sorry. Ich muss mich nur einen Augenblick sammeln. Du hast bereits deutlich gemacht, dass du auf eine feste Beziehung aus bist. Also, wenn du dieses Wagnis mit mir... Außer dir kann ich mir niemand anderen vorstellen. Wenn du dieses Wagnis mit mir eingehen willst... Du bist wirklich besonders, weißt du? Dank dir überwand ich zum ersten Mal in meinem Leben, fühle ich, du bist das Beste. Ich habe immer ein Ohr für dich. Du allein hast mich davon überzeugt, dass es die Liebe gibt. Was willst du mir damit sagen? Oh, pass auf. Falls ich was Falsches gesagt oder... Doch, wenn du es beenden und lieber nur... Sei vorsichtig, okay?